Rein mathematisch gesehen und auf den Einsteinschen Gleichungen basierend müsste es nicht nur schwarze, sondern auch sogenannte weiße Löcher geben. Vereinfacht gesagt, das komplette Gegenteil von schwarzen Löchern. Nichts kann in das weiße Loch gelangen. Strahlung und Materie können nur abgegeben werden. Nichts führt in die andere Richtung. Doch bisher konnten Astronomen und Astronominnen solche Objekte noch nie beobachten. Wie genau kann man sich also weiße Löcher vorstellen und was haben sie mit Wurmlöchern zu tun? Herzlich willkommen bei Klick zum Science & Fiction. Hier gibt es täglich Science-Videos mit extrem spannenden Themen. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Ja, und vielen Dank für diesen coolen Themenvorschlag, der aus eurer WhatsApp-Community kam. Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie hat schwarze Löcher als direktes Ergebnis, denn seine Gleichungen beschreiben, wie sich Raumzeit in Anwesenheit von Massen verhält. Vereinfacht gesagt, wird die Raumzeit extrem stark gekrümmt, sobald sich viel Masse auf wenig Raum konzentriert. Nichts kann dann mehr aus der Nähe dieser Masse entkommen. Alles muss dort hinter diesem sogenannten Ereignishorizont bleiben, selbst Licht. Eine längere Zeit dachte man, dass diese mathematischen Lösungen nur theoretisch seien. Selbst Einstein hielt schwarze Löcher für unmöglich. Bis dann schwarze Löcher tatsächlich entdeckt wurden, beispielsweise wenn sie aus dem Kollaps normaler Sterne entstanden sind. Einsteins Gleichungen lassen aber auch noch andere Lösungen zu, und das sind die der weißen Löcher. Weiße Löcher sind also mathematisch gesehen absolut gültige Lösungen der Einsteinschen Gleichungen. Doch was heißt das konkret? Auch ein weißes Loch hat einen Ereignishorizont, allerdings genau gegenteilig zu dem des schwarzen Loches. Es verschluckt Materie und Strahlung und gibt nichts davon wieder ab. Als eine Umkehrung des schwarzen Loches hat es die Eigenschaft, dass Strahlung und Materie ständig herausfließen würden. Nichts davon könnte in sein Inneres gelangen. Schon seit längerer Zeit beschäftigen sich Forschungsteams weltweit auch mit weißen Löchern, doch bisher blieben sie immer im Schatten ihrer großen Brüder, den schwarzen Löchern. 2014 gab es beispielsweise eine Arbeit zu dem Thema. Demnach könnte ein weißes Loch aus einem schwarzen Loch entstehen, und zwar durch einen sogenannten Quantum Bounce. Quantengravitative Effekte würden demnach dafür sorgen, dass ein schwarzes Loch kurz nach seiner Entstehung in sich zusammenfällt und quasi zurückprallt. Durch diesen Quantum Bounce entstünde dann aus dem Schwarzen ein weißes Loch, das explodiert und verschwindet. Ähnlich wie bei einer Supernova. Die Arbeit der beiden US-Physiker ist in Fachkreisen allerdings umstritten. Doch gibt es auch Spekulationen, die beiden Phänomene, also schwarze und weiße Löcher, kombinieren. Denn der allgemeinen Relativitätstheorie zufolge ist es möglich, Raumzeiten aneinander zu kleben. Man kann also theoretisch ein System aus einem weißen und einem schwarzen Loch bauen. Das wird in der theoretischen Physik dann Wurmloch oder auch Einstein-Rosenbrücke genannt. Und das wäre tatsächlich sehr abenteuerlich, denn es würde auf der einen Seite der Raumzeit Strahlung und Materie verschlucken, dann durch einen Raumzeitkanal transportieren und auf der anderen Seite wieder ausstoßen. Ein Kanal quasi zwischen Universen oder flachen Raumzeiten. Doch so erstrebenswert wäre eine solche Reise durch das Wurmloch gar nicht. Enorme Kräfte würden alles zerreißen und zerquetschen. Wenn man den theoretischen Berechnungen Glauben schenken kann, wäre der Kanal auch nur sehr kurz stabil und würde dann wieder verschwinden. Wenn wir Menschen eine Reise durch ein solches Wurmloch wagen würden, wäre dies eine Reise ins Ungewisse und extrem wahrscheinlich in den Tod. Bisher lief die Fahndung nach weißen Löchern aber auch ergebnislos. Kein bislang beobachtetes Objekt machte den Anschein, als würde es sich um ein weißes Loch handeln. Dabei sollten sie viel deutlicher zu erkennen sein als ihre dunklen Verwandten, aber vielleicht auch eben nur für einen Sekundenbruchteil. Und natürlich muss nicht jede mathematische Lösung auch eine reale Entsprechung haben. Heißt also konkret, obwohl sie keinen Widerspruch zur Relativitätstheorie darstellen, muss es sie nicht unbedingt auch in echt geben. Auf der anderen Seite hat man, wie gesagt, auch bei schwarzen Löchern lange an ihrer Existenz gezweifelt und auch erst deutlich später festgestellt, dass es sie nicht nur auf dem Blatt, sondern auch in der Realität gibt. Was jedoch dagegen spricht, bislang ist uns kein Mechanismus bekannt, durch den ein weißes Loch entstehen könnte. Zudem gibt es auch einen Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, nach der die Entropie im Universum nur gleich bleiben kann oder aber abnimmt. Dennoch, komplett ausgeschlossen ist die Existenz von weißen Löchern auf keinen Fall. Denn wenn wir ehrlich sind, sind wir noch gar nicht umfassend in der Lage, extreme Zustände wie in einem schwarzen oder weißen Loch
zu beschreiben. Hierzu müsste man zunächst einmal das Puzzlestück zwischen Gravitation und Quantenmechanik finden und eine Theorie aufstellen, in der wir beide vereinen können. Spätestens dann würden wir sicherlich auch neue Erkenntnisse über weiße Löcher bekommen. Wenn es die gibt, dann erfahrt es hier natürlich zuerst. Bleibt also klicksum treu, um nichts zu verpassen. Bis dann. Bleibt dran.